Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Lisa. Ich habe uns mal unser altes Team zurückgeholt und wir sind komplett geheilt. Und jetzt probieren wir einfach mal, was hier links noch ist. Oh, wer ist das denn? Der sieht ja cool aus. Ich bin Yazan und das ist Cat. Ich bin ein schaufelnder Leopard? Wovon fragst du? Möchtest du wirklich dir meine Geschichte anhören? Ich schätze schon. Ich suche nach einem weit entfernten Land. Ein Paradies für alle Katzen. Keiner weiß, ob das real ist. Aber ich werde nicht aufhören zu suchen, bis ich sterbe. Wirst du mich auf meiner Reise begleiten? Ja, okay. Okay, Yazan Barghouti hat sich uns angeschlossen. Der Cat Guy. Ist ja cool. Wie sieht denn der so aus? Wo ist er denn? Welches Level vor allem? 10. Oh, der hat aber ganz wenig Leben, ne? Das ist ja nicht so gut. Haben wir hier oben noch was? Nee, da kommen wir nicht lang. Hier drin waren wir ja. Oh, dann würde ich sagen, speichern wir nochmal. Immerhin haben wir jemanden neuen im Team mit dabei. So, war das... Nee, hier oben war das. Im Dojo. Na, dann gehen wir erstmal noch ein Stück weiter und gucken uns hier um. So. Ach, verflixt. Wir brauchen noch eine leere Flasche. Der da oben ist schon mal total verdächtig. Hi. Okay, der ist ein bisschen komisch. Schauen wir mal da drin. Ich habe den nächsten Move vergessen. Oh Mann, heute funktioniert mein Gehirn irgendwie nicht so richtig. Bei vielen funktioniert hier das Gehirn manchmal nicht so richtig. Morty's Yard Sale. Oh, hier werden Sachen verkauft. Nicht anfassen. Nicht anfassen, ist ja gut. Willkommen zu Morty's Yard Sale. Ah, cool. Lukrativer Tee. Was ist Dismal Map? Ah, nach Dismal Island. Ah, cool. Ja, das kaufen wir. Oh, die Karten. Oh, in der Apokalypse sehr sinnvoll. Seltsame Puppe. Eine ziemlich abgewetzte alte Oktopuspuppe. Selten, aber wertlos. Okay, also die haben wir jetzt. Nugget. Das ist gar kein Nugget. Ich glaube, es ist scheiße. Weil da steht, das sorgt dafür, dass du stinkst, wenn du es an dir reibst. Okay, also erstmal brauchen wir sowas hier nicht. Noch haben wir genug. Oh Mann, schade, dass wir nicht so viel Geld haben. Trotzdem danke für den Einkauf. Das ist schon mal cool. Dann kommen wir an einen neuen Ort mit. Nein, oh Mann, ich habe doch gerade geheilt. Ich will wirklich gerne eine dieser Oktopuspuppen. Aber ich habe all meine Magazine verbraucht. Okay. Dann kaufe ich dir eins. Ich krieg dafür nicht was Anständiges. Magazine können es ja nicht sein. Vielleicht schließt er sich uns an. Du hast eine dieser Puppen? Für mich? Danke. Ich werde sie Barnabas nennen. Hier, nimm das. Ola. Ah, Whisky. Oh, wow, wow, wow. Wartet, bevor ich es vergesse, machen wir das. Oh, hier nicht. Weil ich werde es sonst gleich wieder vergessen. Dann geben wir dem anderen den Whisky. Das ist ja scheinbar so eine Aufgabe, wo man immer hin und her reisen muss. Bitte nicht runterfallen. So. Cool. Ach, Quatsch. Ich wollte schon links lang. Ah, ein ganz schön weiter Weg. Zum Glück haben wir unser Bike. Mit dem geht alles schneller. So. Wo haben wir es denn? Da. Da ist er ja. Mein Lieber. Ich hab Whisky für dich. Wow, hey Bobby, wo bist du? Du weißt, was ich will? Whisky. Hast du welchen? Ja, hast du. Teilen. Okay, du hast deinen Whisky hergegeben. Attaboy? Sag mal, ich mag dich, Alter. Ich liebe dich. Du bist ein guter Mensch. Wir brauchen schon Familie. Ich brauch dich nicht mehr. Freunde für immer. Oh nein. Birdie Hall hat sich dir angeschlossen. Super Drunk Guy. Ist ja geil. Okay, wir haben schon wieder jemanden dabei. Mensch, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Und anderen kriegen wir dafür ein Achievement. Finde ich super. Ich gucke mir den gleich an. Sekunde. Ich gehe nur bis zum Speicherpunkt und speichere kurz. Oh, oh, Entschuldigung. Boah, habe ich mich erschreckt. Ich dachte, das wäre nicht zu hoch. Wo ist er denn? Oh, Birdie. Oh, aber da ist Level 16. Das ist mal ein anständiger Level.
Was kann der denn so? Ach so, das sieht man hier gar nicht. Oh, und er hat auch Sachen dabei gehabt. Cool. Ah, weiß ich nicht. Nee, wir gehen erstmal ein Stück weiter. Nicht, dass wir wieder über irgendwas Gefährliches stolpern. Aber der sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, auch wenn er betrunken ist. Aber vielleicht ist er deswegen manchmal unkontrollierbar. Das könnte natürlich sein. Mann, du bist so korrekt, Alter. Ich bin voll cool, ne? Haben wir hier. O hallo, du? Ich bin egal. Nur. Ich beobachte nur den Ausblick. Also die Schönheit der Natur hier. Hä? Okay. Das war's. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Ist genauso verwirrend wie bei dem anderen. Ah. Okay, also wir könnten es nochmal versuchen gegen Bob, also gegen den Tiger, aber ich weiß echt nicht, ob wir dagegen ankommen. Ich glaube es ja eher nicht. Aber ich wäre sonst dann auch schon ein bisschen überfragt, wo es weitergeht, wisst ihr? Er ist so stark. Oh Gott. Naja, ist auch kacke, dass wir gerade nach Joy craven. Das ist auch ein bisschen blöd. Ich nehme Birdie mal kurz die Sachen weg, damit wir die auf die anderen verteilen können, wisst ihr? Stimmt, alle haben ja was dabei, wenn sie mit reinkommen. Das merke ich jetzt erst. Dann können wir jetzt noch mal gucken, ob tatsächlich. Nee, hier nicht. Wow, cool. Das ist doch super. Warte, dann speichere ich noch mal und dann probieren wir es noch mal. So. Schauen wir mal. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, ehrlich gesagt. Oh Gott. Okay. Also, was wäre denn gut? Irgendwie wäre ja super, wenn wir was machen, was ihn irgendwie causes tripping. Ja, genau. Also irgendwas, was ihn irgendwie, also ihm Nachteil verschafft. Wisst ihr, was ich meine? Okay, das hier zum Beispiel. Was hatte er noch bei den Topics? Angst machen. Ich könnte es probieren mal. Und er poisen, damit er immer abgezogen kriegt. Wow. Ja, cool. Das ist super. Hat er Angst? Wow, cool. Das sieht richtig ab, wenn die Vergiftung haben. Oh, aber der andere blutet. Das ist nicht gut. Hier machen wir mal das. Mit ihm machen wir dieses hier. Er muss jetzt unbedingt ihn heilen. Und er kann jetzt ja eigentlich ziemlich frei machen, dadurch, dass er so krass angegriffen wurde. Oh Mann, verflixt, was machen wir denn jetzt? Also einmal wäre ich bereit, wieder zu beleben, aber eigentlich nicht häufiger. Weil es lohnt sich dann meines Erachtens nicht mehr. So. Oh Mann, das ist doof, wenn er sich verteidigt. Und er stinkt. So. Fireball 3. Machen wir dieses hier. Nein. So und. Oh. Wow, krass, das ist. Also, Vergiftung zieht echt hammermäßig immer ab. Ist voll cool. Oh, ihm geht's gar nicht gut. Nee, 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 halt. Er soll mal schnell sich mit einer Bottle of Soup heilen. Und er soll mal das hier machen. Ist nichts passiert. Sein Glück. Hä? Sehr gut. Leere Flasche erhalten. Oh, ich dachte schon, der Kampf wäre vorbei. Hab mich schon gefreut. Oh Mann, wie viel Leben hat der? Oh Mann. So. Machen wir das nochmal. Oh, wer könnte denn der hier? So. So.
Sehr gut. Perfektes Timing eben, ne? So, und er macht nochmal das. Er macht nochmal das. Er redet wieder mit ihm. Und er macht wieder das. Nein! Oh Gott. Armer Olen. Das darf nicht wahr sein. Wir müssen ihn retten. So. Und Olen kann das weitermachen, weil... Ah, okay. Oh nein, er hat kein Poison mehr. Wenn ich das gewusst hätte, verflixt. Hätte ich erst Poison gemacht. Und nicht Rapid Arrow. Okay. Das hier. Massive Head Rush. Er muss sich erstmal selber heilen, damit er nicht stirbt. Und er wieder Poison. Nein, nicht Nern! Er ist unser Heiler. Den kann ich jetzt nicht wiederbeleben. Ja! Oh mein Gott! Geil! Cool, und wir sind aufgestiegen. Super gut. Dieser Ausdruck. Dieser Ausdruck, mit dem er dich anschaut. Das ist der gleiche Ausdruck oder Blick, mit dem ich Master Friday anschaue, jeden Tag. Er respektiert dich. Boah, geil. Der ist Master, ich habe versagt. Cool. Oh, verdammt. Ja, unsere Gruppe ist ziemlich mitgenommen. Aber ist der wenigstens jetzt super gut, der Typ, den wir jetzt haben? Der Tiger Man. Weiß ich nicht. So toll sieht er jetzt gar nicht aus, aber bestimmt ist er stark, oder? Schätze ich jetzt einfach mal. Er hat halt so wenig HP, aber... Wartet mal. Ich speichere kurz. Oh, Olen hat aufgehört zu bluten. Na, das ist doch schön. So, wir gehen nochmal kurz rüber und gehen da durch. Weil es könnte ja sein, dass hier noch was ist. Was? Dieses Bild? Oder ist hier nichts? Der ist einfach abgehauen, ne? Das ist ja ein Feigling. Hat Master Friday dir das alles beigebracht? Du hast ihn besiegt. Ja, Leute, bin ich nicht geil. Hier kann ich noch mal eine Suppe mitnehmen. Okay, jetzt haben wir keine Bottle mehr. Ey, Leute, ich bin super. Ich habe ihn besiegt. Och Mann, keiner will mit mir reden. Das ist echt gemein. Okay, dann können wir ja jetzt zurückkehren, würde ich sagen. Dann benutzen wir aber den schnelleren Weg. Truck Keys. Ah, Dismal Map können wir ja jetzt benutzen. Stimmt ja. Nein, was mache ich denn da? Quatscho. Truck Keys Area 2 natürlich. So. Müssen wir unbedingt mal die Map zeigen, genau. Speicher nochmal. Eigentlich müssten wir uns heilen, aber ich zeig mal kurz die Map. Vielleicht ist da ja auch was zum Heilen dann. Der Ort, an den wir gelangen. Ach, mit denen können wir ja auch noch reden. Die habe ich ganz vergessen. Da könnte sich ja auch noch was ergeben. So, hier, ich habe eine Map. Gababa, baba, baba. Ja, ich habe schon eine. Hä? Aber da stand doch... Oder muss ich die jetzt auswählen? Ah, ist das eine Karte? Oder so, wie auch immer man das nennt. Ja, das ist es. Dismal Island, huh? Hört sich gruselig an. Ja, naja, ich kann dich zu dieser Insel bringen. Okay. Dann auf geht's. Nach Dismal Island. Dum, 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 dum. Ha, schöne Musik. Finde ich cool. Lass mich raten, hier ist schon Dismal Island. Ah, nee. Das ist bestimmt nicht weit da. Oder? Ah, nee, ist schon ein Stück weiter. Na gut. Wir sind da. Ich schaue mich mal um, würde ich sagen. Auch wenn ich nicht weiß, warum wir hier sind. Das ist eine ganz schlechte Idee. Speichern können wir hier auf jeden Fall. Aha. Ich speichere jetzt hier aber gar nicht mal. Ich will erst mal gucken, was hier überhaupt ist. Weil so wie wir momentan ausgerüstet sind, bringt das sowieso nicht viel. Ach, das ist ein Bart. Oh mein Gott, wie süß. Und wer bist du? Oh, Jonathan. Wo bist du hingegangen, mein süßer Junge? Oh, Glatzkopf. Dicker Körper. Tiefste Dunkelheit in deiner Seele. Wir sind perfekt. Okay. Komm mit mir. Was? Sei ein guter Junge und spring von dieser Klippe.
Und was kriege ich jetzt dafür? Ich gehe mal wieder hoch, mal schauen, ob er jetzt stolz auf mich ist. Wo ist er denn hin? Was willst du? Oh, du bist dieser Idiot. Hier, nimm das. Hä? Er hat uns in ein Kleid gesteckt? Du hast ein degradierendes Kleid. Nun zeig es Conrad. Und sag ihm deinen neuen Namen, Sexy Boy. Okay. Ist das hier Conrad? Hä? Ich kann hier meinen Namen ändern? Ach so, Sexy Boy. Oh Gott. Wie gehe ich denn rückwärts? Nein. Halt. So? Nein. Ich weiß gerade nicht, wie ich es rückwärts rückgängig mache. Hä? Wartet, ich hab's demnächst. Hä? Keine Ahnung. Ich probiere mal alle Tasten durch. Ah, da war eben was. Ah, okay. Aber heiße ich dann für immer Sexy Boy? Ich will nicht für immer Sexy Boy heißen. So. Okay. Ich hab's ihm gesagt. Hallo, Ma'am. Hätten Sie gerne einen Drink? Ich habe hier gerade eine Dose Sprayfarbe geöffnet und mit ein wenig Kleber vermischt. Der perfekte Drink für ein Mädchen ihrer Klasse. Oh Gott, okay, den haben wir getrunken. Du fühlst dich schrecklich und seltsam. Was? Habe ich nicht genug für dich getan? Oh mein Gott! Ich glaub an dich, Alter. Sei du selbst, gib nicht auf. Okay. Egal, wie viel Mühe wir uns geben, es ist nicht das Gleiche. Es tut mir leid. Du bist einfach nicht mein süßer Junge. What? Oh. Okay, es endet also doch mit einem Kampf. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja gut, ich benutze nochmal Puffer. Ausnahmsweise. Okay. Oh nein, er ist blind. Scheiße, das ist aber nicht so gut, oder? Was benutzt er? Massive Head Rush. So, er auf jeden Fall hier Topics. Erstmal sich selber anständig heilen. Und er soll den unbedingt vergiften. Sehr gut. Vergiften ist echt super gut. Oh. Was? Ach, er ist nochmal blind geworden. Oh, das hat's ja vollgebracht, du Idiot. Running Geysir. Und er heilt jetzt Olin. Und Olin kann das nicht machen. Also, ich weiß nicht, ob er trifft, wenn er blind ist. Müssen wir mal ausprobieren. Nee. Dann soll er sonst heilen oder so, wenn es nötig ist. Oh, er ist verärgert. Ist hier sonst noch was Geiles? Ich glaube, Fireball ist schon cool, aber wir probieren das hier mal noch aus. Und das hier... Nee, erstmal noch heilen. Ihn. Ja, das bringt alles nicht so viel. Dann mache ich das hier. Ist doch ganz gut, er versteckt sich, dann kriegt er wahrscheinlich nicht so viel ab, wenn irgendwas passiert. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob P-Gun Fist besser war. So. Also momentan müsste er nicht unbedingt wen heilen. Dann machen wir mal weiter. Ich weiß auch nicht, dann guard ich halt, weil alles andere... Oh... Yay! Hat gefailed. Super.
Also machen wir so weiter. Das klappt doch gerade. Nee, nee, nee. Das hier mache ich mal. Und nochmal den Fingerbeam. Oh, ich glaube, er kann wieder sehen, ne? Dann kann er ja mal angreifen. Ja, super. Er ist nicht mehr blind. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Autsch. Wir haben ihn besiegt. Oh, alle aufgestiegen. Cool. Fingerbeam 3. Geil. Oh, und wir haben einen neuen Bogen. Ja, ich bitte drum. Ach, kacke, welcher Knopf war es denn jetzt? Ah, okay. X, da muss man auch erstmal drauf kommen. Hä, wie hießen wir überhaupt? Ich hab's vergessen. Bart? Bart? Dan? Bartinho? Egal. Ich glaube, wir hießen Bart. Auf jeden Fall ist der Name okay. So, aber meine Klamotten. Darf ich mich nicht umziehen? Was ist denn mit dem los? Nein! Nein, 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 nein! Oh nein! Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht direkt in den nächsten Kampf rein. Ach du Scheiße. Wer ist der Typ überhaupt? Hä? Habe ich nicht... Stand da eben Jonathan? Ich habe schon mal was gehört von einem Jonathan. Wo war denn das gewesen? Ach, das ist der, den er gesucht hat. Ach du Schande. Oh je, Mine. Wartet mal. Uns bleibt nichts anderes übrig. Haben wir nicht was, um alles bei allen zu heilen? Ja, Randoration, aber es ist nur für einen, ne? Glaube ich. Ah. Okay, wartet mal. Ich muss jetzt echt ganz genau nachdenken mal eben. Hä, wir haben ja noch TNT. Wir können die Sachen wegspringen, ist ja lustig. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir machen sollen. Wir brauchen auf jeden Fall auch SP, deswegen. Also, wer ganz dringend SP braucht, ist halt Nern selbst. Weil er muss dafür sorgen... Nee, halt. Reicht das schon für... Nee, reicht nicht für Poison. Oh, scheiße. Weil er muss die Leute heilen. Das ist super wichtig. Und wichtig wäre Bart eigentlich auch noch. Ich frage mich echt, ob er vorher Bart hieß. Okay, so. Alles klar. Er muss momentan... Naja, könnte er einmal machen hier. Und jetzt aber auf jeden Fall Poison. Ja, super. Wow! Hilfe! Das ist ja gruselig. Jetzt haben wir Angst. Oh, die können echt nichts machen, wenn sie Angst haben. Okay, das ist ja doof. Oh. Aha. Er hat aufgehört zu bluten und wir haben leider immer noch Angst. So. Er muss das aufheben, deswegen schieße ich erstmal nur. Es ist wichtiger, dass er genug hat zum Heilen. Wobei, er hat gerade wirklich viel. Einmal Fingerbeam 3. Uff, Glück gehabt. 402, sehr schön. Skills, Tackle Rush. Und jetzt schießt er aber mal normal. Nein, jetzt sind wir auch noch weird. Nein. Ah, cool, sie sind nicht mehr scared. Super. Aber noch verwirrt. Ach so, er hat keinen mehr. Oh. Wartet mal. Ach so, ja, dann müssen wir normal angreifen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Er kann, glaube ich, ja auch SP aufheilen. Also macht er das mal. Und der greift normal an. Nein! Nein, sie sind alle voll... Nein, und das Gift ist auch weg. Das ist kacke. Wartet mal, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Gift ist weg. Gibt's was, mit dem man Gift... die vergiften kann? Squirrel Jerky? Ich glaube nicht. Contaminated Water. Das könnten wir mal endlich ausprobieren. Na super!
Scheiße. Aha. Oh, Mann. Endlich. Wenigstens einer. Das ist ja übel. Er soll ihn mal bitte wieder vergiften. Oh, scheiße, es hat nicht geklappt, aber er weint. Okay. So. Rage hat auch keine Angst mehr. Oh, verflixt. Mann, vergiften. Oh, super. Ah, sabada. Ach so, der andere konnte das ja noch nicht machen. Stimmt. Aber er sollte aber ja auch das hier mal ausprobieren. Kann er nochmal ein Skill? Ja, kann er. So, und jetzt bitte hier ihm SP wiedergeben. Und da der nicht getroffen hat, hat er auch keine neuen... Oh Mann, TP gekriegt. Oh geil, er ist gefallen. Ja, Poison. Super. So. Und Nern kann mal... Ja, er macht das nochmal. Oh, er kann immer noch nicht. Aber ist ja jetzt auch egal, er ist ja trotzdem vergiftet. Das war ja, was ich wollte. Oh, geil. Nee, achso, er ist nicht mehr... Ja, oh Gott sei Dank. Ich hätte mich echt so geärgert, wenn wir jetzt noch gestorben wären. Cannonball, Fingerbeam 4 und Deep Poison Arrow und Crimson Tide. Mann, da haben wir aber schöne Dinge gekriegt, ey. Da hat sich doch die ganze Mühe gelohnt. Super gut. So, an der Stelle müssen wir dann jetzt aber auch die Folge mal beenden. Ich mache ja echt ultra lange Folgen momentan. Aber es macht doch so einen Spaß. Ich will immer gar nicht aufhören. Gut, dann können wir ja noch weitere der Blöcke wegsprengen. Das wusste ich gar nicht, das war mir gar nicht bewusst. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Supi, dann bis dann. Ciao, ciao.